That gave a hole. Cops. Oh, anybody else? What? So, mehr hat er nicht zu sagen. Und ja, das sind dieselben Statuen wie unten im Loch. Nur, dass die halt kein Gift spucken. So, wieder meine Ausrüstung etwas anpassen. Katzenring. So, die längste Leiter, das ist jetzt die hier. Genau. Die Leiter könnten wir eigentlich benutzen, um das ganze Heiligengrab abzukürzen. Erstmal das. Und ja, es ist eine lange Leiter. Zweitens können wir an diese Leiter hier am einfachsten ran. Doch leider bringt die uns noch nicht viel, weil hier ist verschlossen. Und wir werden nochmal auf solche Türen stoßen. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. So, jetzt will ich erst einmal hier runter. So, einmal so. Das ist nämlich der einfachste Weg. Hier und hier. Dann kommen wir nämlich hier an das Ring des, an den Ring des bösen Auges plus 1 ran. Und jetzt will ich noch hier runter. Und ja, bin wieder im unteren Teil des Heiligen Grabs, wo wir vorhin gerade schon waren. So, wie immer. Den da wegschießen. Gucken, ob seine Kollegen Bock haben, rauszukommen. Ja, einer jedenfalls. Taumelt hier rum. Na, der andere scheint keine Lust zu haben. So, jetzt können wir es ja nochmal versuchen, an den Gegenstand ranzukommen. Und nein. Klappt nicht. Der Ritter respawnt nicht. Nur der respawnst. Deswegen schalte ich dich kurz aus, bevor ich mich jetzt zum Leuchtfeuer zurückporte. Oh, und ja, das ist das Leuchtfeuer im Loch, weil ich habe ja nicht am Majula-Leuchtfeuer gerastet. Ah, doch. So, gucken wir mal kurz in die Gegenstandskiste, was wir aussortieren können. Auf jeden Fall, die kann ich aussortieren, die beiden Sachen. Das hier sind alles Altgegenstände, diese drei, vier. Und das sind ganz rare Gegenstände, deswegen kommt die als letztes. Also Multiplayer-Sachen, rare Eid-Sachen, sehr seltene Sachen, Seelen. Oh, der edle Knochenstaub. Ja, den kann ich jetzt hier verbrennen. Eine Kraft hat den Estus-Flakon gestärkt. Gut, dann heilt er besser. Also ja, Abfall. Dann Usables. Buff-Sachen. Harze. Resistenz-Sachen. Wurf-Sachen. Und die Heil- und Unterstützungssachen, die wir so brauchen. So, hier kann das Scimitar weg. Der Rest kann bleiben. Ansonsten ist hier erstmal nichts. Ringmäßig auch nicht. Ah, Flüstern der Verzweiflung kann erstmal weg. Eine große Heilung haben wir bekommen. Die können wir aber noch lange nicht benutzen mit 28. Ich werde sie wahrscheinlich auf 25 runterräuchern. Da wir ja, wie viel Einfallspinsel? 7. Ja, können wir sie von 28 3 Stück runterräuchern. Ne, und der Rest ist alles klar. Dann gehen wir mal kurz mit den Seelen. Gucken wir mal, ob wir ein Level kriegen.
So. Ja, wir kriegen ein Level hin. Zauberei bringt uns nicht so viel. Lebenspunkte und Geschick sind schon ziemlich hoch. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auf Wille. Denn. Ja, Esso-Scherbe haben wir keine, nur zur Sicherheit. Denn ich möchte jetzt gerne mal von der einfachen Heilung auf die moderate Heilung wechseln. Oder die medizinische Heilung, wie sie hier heißt. Ring können wir übrigens auch wechseln. Den werden wir nämlich nachher im Loch öfter brauchen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Gucken wir mal kurz. Ja, du verkaufst hier die medizinische Heilung. Die braucht 18. Und auf die 18 würde ich gern hinarbeiten. Deswegen kaufe ich die gleich schon mal, die medizinische Heilung. Auszug aus der großen Heilung brauche ich nicht unbedingt. Blitzspeer habe ich schon mal einen. Rat, ich könnte Rückkehr, aber... Nein, danke. Ich will jetzt erstmal zum Leuchtfeuer Majula zurück. Einfach aus zwei Gründen. Erstmal, wir sind jetzt fertig mit dem Offline-Part. Deswegen möchte ich jetzt gerne erstmal den Online-Modus zurückwechseln und dann werden wir uns erstmal wieder porten. Dann will ich mal gucken, ob ich euch da unten im Heiligen Grab die Invasion zeigen kann. Und dann möchte ich gerne mal versuchen, beim alten Eisenkönig wenigstens zwei- oder dreimal Koop zu machen. Bevor wir dann im Gatter weitermachen. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Wie man sehen kann, sind wir wieder im Online-Modus. Gelobt sei die Sonne. Jo. Erster Schritt, Heiligengrab. Da ist das Loch. Da ist das Heiligengrab. Da würde ich gerne hin. So, und wenn ich jetzt hier betrete. So, erstmal den weg. Und ich habe den falschen Speer, merke ich gerade. Ich wollte doch den Feuerspeer hier benutzen. So. Dann die Ratten rauslocken und dann gucken wir mal, ob wir als graues Phantom beschworen werden. Ich werde einfach 2-3 Minuten hier nur im Kreis rumlaufen, das dürfte reichen. Wenn nicht, dann muss ich es euch bei einem anderen Ort zeigen, weil es gibt wie die beiden Glockentürme, also den Mondturm und den Sonnenturm, gibt es auch hier zwei Gebiete. Einmal das Heiligengrab und später werden wir noch ein zweites Gebiet sehen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und ja, die Tür hier ist eingetreten. Aber scheinbar sieht es nicht so aus, als ob wir hier beschworen werden würden. Trotz Online-Modus und allem. Na komm. Los. Nee. Rollen aber sinnlos. Ja.
Was ich übrigens anmerken muss, Zwerg wird benötigt. In Dark Souls 2 ist das mit den Nachrichten schreiben etwas besser als im ersten Teil. Da ich ja jetzt den ersten Teil auch wieder aktiv spiele, wegen dem Dark Souls Global Restart Day. In Dark Souls 1 braucht man halt zum Nachrichten schreiben und bewerten einen orangenen Speckstein. Also so wie den weißen hier, braucht man einen in Orange. Und ja, man muss immer auf den wechseln, wenn man eine Nachricht schreiben oder bewerten will. Hier kann man das einfach zur Nachricht hingehen. So, und auf Bewerten klicken. Wie zum Beispiel die Nachricht hier. In Dark Souls 1 muss man erst auf den orangenen Stein wechseln. Und dann bei der Nachricht die Gegenstandstaste benutzen und alles. Ist ein bisschen umständlicher, muss ich ehrlich sagen. Passt zwar ein bisschen besser ins Gameplay rein, ins Spielmechanische. Aber ist halt fürs Spiel selber ein bisschen umständlich. So, nee, ich glaube, wir werden nicht beschworen. Schade, dann gehen wir halt einfach wieder. Weil sobald wir den Rattenkopf verlassen haben hier oder das andere Leuchtfeuer erreicht haben, sind wir aus der Spawnzone raus. Gut. Auf zum Egils-Götzen. Denn ich habe ja gesagt, ich will wenigstens etwas Koop versuchen. So, dem Eisenschloss wechsle ich auf meinen Standardspeer. Übrigens, das Ding können wir immer noch aktivieren, nur spuckt es zum Glück kein Feuer mehr. Weil wir ja alles hier ausgeschalten haben. Die können uns übrigens Schaden machen, wenn wir reinlaufen. Wow. Au. Ja. Du bist ein böser, gepanzerter Gegner. Du hast aber große Titanitscherben. So, und dann würde ich gerne mal ausprobieren, ob ich hier beschworen werden kann noch. Oder ob zurzeit keiner mehr hier langlatscht. Weil ehrlich gesagt, nach Blutflecken sieht es hier leider nicht aus. Nee, nicht wirklich nach Blutflecken. Kann also gut möglich sein, dass wir hier gar nicht beschworen werden können mehr. Weil einfach keiner mehr hier langlatscht. Und ja, da drüben ist der Vulkan, aus dem die ganze Lava rausgeflossen ist und hier alles überschwemmt hat. Ja, ja. Oh, hier sind doch Blutlachen. Vielleicht haben wir Glück. Auch wenn es langweilig ist, das werde ich im nächsten Video dann ankündigen, weil ich wahrscheinlich das nächste Video eine ganze Weile nur hier rumlatschen werde und auf Koop warten werde, wenn es klappen sollte. Wenn nicht, dann machen wir einfach in der Story weiter, also im Loch weiter, was auf Englisch Gatter heißt. Deswegen werde ich es auch in Zukunft Gatter nennen. Ich glaube, ich habe es schon Gatter genannt, für diejenigen, die sich wundern. Ah ja. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab, weil Koop kann ja eine Weile dauern. Und ich würde eigentlich gerne wenigstens
fünf Sonnenmünzen hier kommen. Mal sehen, dreimal besiegen im Koop den alten Eisenkönig.